Mit dem Fachforum Nachhaltiges Wirtschaften wird die Nachhaltigkeitsstrategie und die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen wie auch die Klimastrategie in das Hightech-Forum eingeführt. Der Innovationsstandort Deutschland muss bestimmte Richtungen einschlagen. Und er muss auch im Auge behalten, dass es sich um eine nachhaltige Entwicklung handeln muss. Das heißt, man kann nicht in irgendeine Richtung sich entwickeln, sondern muss überlegen, kann das die Natur vertragen, vertragen es die Menschen und ist es dann auch noch drittens ökonomisch tragfähig. Nachhaltig heißt in diesem Zusammenhang Ressourcen sparen, energieeffizient sein, aber vor allen Dingen die richtigen Produkte machen mit den richtigen Verfahren. Hightech-Strategie hat nach meiner Wahrnehmung zum ersten Mal das Thema nachhaltig wirtschaften aufgenommen. Und das ist neu. Vernünftiger Konsum, nachhaltiges Produzieren, das Finanzsystem, wo jeder weiß, es ist überholungsbedürftig, das in das Zentrum einer Hightech-Strategie zu setzen, ist ein mutiger Schritt. Für mich ist dieses Fachforum und speziell dann eben auch das Thementeam nachhaltige Finanzwirtschaft fast ein Durchbruch, weil da das erste Mal ein unmittelbares Gespräch zwischen den zuständigen Ministerien und den Häusern aus der Finanzindustrie, aber auch der Wissenschaft und den NGOs zustande kommt. Und es gibt ganz viel Wissen auf allen Seiten, aber es gibt keinen Dialog. Und den haben wir jetzt hier das erste Mal mit aufgebaut. Wir haben als 16 Experten, die wir im Themenforum Nachhaltiges Wirtschaften waren, rund 100 Experten angehört, mitwirken, mitformulieren, mitdiskutieren lassen und haben daraus die wichtigsten Kernthemen zusammengefasst. Ein Punkt, der sich herauskristallisierte, war, haben wir ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit? Ein Konsument mag das anders sehen als jemand, der produziert, als jemand, der zum Beispiel eine Finanzanlage betreibt. All diese Themen bedeuteten eigentlich, dass der gemeinsame Nenner ist, ein gemeinsames Verständnis für Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Hier gibt es sicherlich noch eine Lücke in der Industrie. Im Übrigen glaube ich, dass die ganze Frage des nachhaltigen Wirtschaftens ganz stark an Umsetzungsforschung hängen wird. Nämlich das Umsetzen muss selbst als Forschungsthema begriffen werden. Und da brauchen wir auch Milestones dazu und das muss abprüfbar sein und da muss Monitoring und Impact-Evaluierung dazu. Außerdem müssen wir es global denken. Heutzutage wird die Industrie getrieben durch Partnerschaften. Das heißt, alleiniges Optimieren wird nicht mehr funktionieren. Und das hat eigentlich zweierlei Gründe, denn Nachhaltigkeit kann nur gemeinsam passieren. Die Innovationskraft ist da viel stärker. Das wird auch getrieben durch zum Beispiel Digitalisierung, Big Data, Warenstromanalyse und letztendlich durch Konsumentenwünsche. Im Diskursprozess haben wir erkennen können, wie wichtig es ist, nicht nur die positiven Aussichten nach draußen zu stellen, sondern auch, welche enorme Bedeutung nachhaltige Bildung und Bewusstsein der Menschen dafür hat. Denn jeder hat an seiner Stelle, wo auch immer er im Wirtschaftsbereich, im Forschungsbereich oder in politischen Verantwortung, die Möglichkeit, sich tatsächlich dafür oder dagegen zu entscheiden, sich zu öffnen für die Fragen einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung. Und das war uns insofern besonders wichtig, dass wir noch viel mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um Bildung für nachhaltige Entwicklung in jeden Winkel, in jede journalistische Ecke und in alle Schulen und Bildungseinrichtungen und Institutionen auch der Wirtschaft zu integrieren.